Jetzt wird der Projektleiter Dr. Jörg Keller, viele kennen ihn bereits, das Projektteam und die Projektinhalte vorstellen. Ich übergebe das Wort an Jörg Keller und sein Team. Vielleicht braucht es eine kurze Umbauphase, dass wir die Dolmetscherin wieder auch hier auf der Bühne haben, dass alles funktioniert technisch. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, erstens vor allem diesen Gästen hier einmal unser Projekt vorzustellen. Und wir haben schon eine Weile angefangen, aber praktisch als Kick-off dann nochmal zu zeigen, was wir gemacht und was wir machen wollen. Ich würde sagen, ich möchte gerne zunächst das Team kurz vorstellen, dass ihr alle vorne kommt, damit das leichter geht. Also, Patty kennen Sie schon. Ich freue mich, dass wir in der Kooperation zusammen mit der HFH Patty Chance gewinnen konnten, als Mitarbeiterin, als Expertin, als Modell für die Repräsentanz aller Gehörlosen hier in der Deutschschweiz. Sie fördert in der HFH nicht nur die Ausbildung, sondern in der Forschung auch die weitere Untersuchung von Gebärdensprachen. Sie fördert in anderen Projekten die Entwicklung auch nach dem Wert von neuen Curricula. Und sie wird uns bestimmt auch noch bei der Entwicklung von was Zukunftsmusik ist, Prüfungen, Testverfahren, Assessmentverfahren dann mit der zusammen natürlich, ich sehe gerade nicht, Tobias auch. Dann würde ich gerne die Damen zuerst vorstellen, Ulrika. Ulrika schafft bei uns am Projekt mit als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie ist ursprünglich aus Finnland, auch Gebärdensprachpädagogin und arbeitet 40% im Projekt. Petrea hat hier unter anderem an der HFH studiert, ist unter anderem Dolmetscherin, aber auch Gebärdensprachlinguistin mit einem Abschluss an der Universität Zürich. Sie arbeitet im Projekt, konnten nicht mehr finanzieren bis jetzt, mit 20%. Dabei nie unser Experte für den linguistischen Teil kommt aus Österreich, ist auch gehörlos, mit über 50% ist er bei uns im Projekt beschäftigt. Und alle zusammen hoffen, dass wir das Ziel erreichen wollen und können, was wir uns vorgenommen haben. Denn die Prozente, die ich angegeben habe, sind relativ gering für die Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Schauen wir mal, was das für Ziele sind. Gut. Kurz zum Ablauf unserer Präsentation. Ich werde zunächst beginnen mit Zielen und Methoden. Dann wird Patty übernehmen und etwas zu der Wirkung und konkreten Umsetzung hier zum Beispiel in der Gehörlosengemeinschaft sowie innerhalb der Ausbildung etwas sagen. Danach folgt Ulrikas Beitrag. Sie wird zeigen, was wir in einer ersten Phase, in einer ersten Stufe bisher erreicht haben. Das ist diese
G1-Erhebung. Die Textanalyse, was wir da machen wollen, wird von Fritrea vorgestellt. Und die Textanalyse, wie das in der linguistischen Seite umgesetzt wird, wird dann von dabei umgesetzt. Und danach sind wir gerne für Fragen da. Ich beginne mit den Zielen und Methoden und möchte auf eine Weise vorgehen, die nicht unbedingt so wissenschaftlich scheint, wenn man sagt, was man nicht tut. Aber es ist manchmal erhellend und deswegen habe ich diesen Weg gewählt. Also, ex negativo, stellen Sie sich einmal vor, Sie sind beim Frühstück im Hotel und der Kellner, die Bedienung kommt und fragt Sie, Bier oder Wein? Sie würden sich die Augen reiben und sich fragen, etwas ist falsch. Und Sie wüssten warum, weil Sie beim Frühstück sind und in dem Frühstücksschema dafür keinen Platz ist. Alkoholische Getränke kommen vielleicht beim Dinner oder anderen Gelegenheiten vor. Wir haben also, und deswegen bringe ich dieses Beispiel, ein Organisationskonzept, mentales, das nennt sich Schema. Das ist eine Organisation von verschiedenen Elementen, die zusammengehören für ein Konzept. Und wenn davon was fehlt oder anders ist als erwartet in diesem kulturellen Rahmen, dann irritiert uns das zu aller Mindesten. Natürlich gibt es in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Dinge, die man zum Frühstück isst. Aber in keinem, zumindest wie ich kenne, gehört Alkohol dazu. Dieses Wissen bauen wir auf in der Kindheit, in unserem sozialen und kulturellen Rahmen. Das wissen wir, bevor wir anfangen zu schreiben. Das wissen auch Personen, die nie schreiben. Also es gibt Konzepte und Organisationsformen, in denen quasi Ordnungen aufgebaut sind, die uns helfen, unsere Erfahrungen zu strukturieren, die sich sehr schnell zugänglich machen und die Grenzen bestimmen. Sonst wissen wir ja nicht, dass Alkohol nicht dazugehört. In der Tradition des Sprechens miteinander, des Erzählens, diese nennt man orale Tradition, in dieser Tradition, bevor die Leute etwas aufgeschrieben haben, hat man natürlich Geschichten gehabt. Die wurden tradiert, nämlich durch Weitererzählen und wurden so bis in unsere heutige Zeit oder bis zu der Zeit, wo man sie angefangen hat, Gebrüder Grimm in dem Fall, aufzuschreiben, wurden sie weiter überliefert. Die haben ein bestimmtes Format. Ohne, dass wir sie schreiben, haben sie ein bestimmtes Format. Sie fangen gewöhnlich an mit Es war einmal, ja, und sie hören oft auf mit, ja, und dann leben sie lange bis zum Ende. Vielleicht leben sie heute. Also sie haben ein bestimmtes Format, sie haben intern einen bestimmten Aufbau, Spannungsbogen, Höhepunkt, Auflösung, meistens mit bösen, bestimmte, sagen wir mal, Konzepte, die Normen, die in der Gesellschaft, in der Kultur eine Rolle spielen. Jeder, auch wenn er nicht schreiben könnte, aber Zurückkäppchen Geschichtchen kennt, wird sich daran stoßen, wenn es plötzlich so erzählt werden würde, wie es hier in einem Polizeibericht stehen würde. Also, die Geschichte passt nicht zu dem Format dieses Textes. Ich meine, ich könnte ihn auch erzählen, der würde auch nicht passen. Und ein drittes Beispiel in Traditionen, in denen dann die Schrift zunehmend sich verselbstständigt hat, in denen die als Format der Überlieferung diente, sind schriftliche
sagen wir mal, Merkmale entstanden, die man kennen muss, um eine bestimmte Textsorte eines bestimmten Texttyps richtig zu formulieren. Heute wird sehr viel Aufwand betrieben an Schulen, Hochschulen, der Ausbildung, also damit die Schüler, Kinder lernen, wie eine bestimmte Textsorte dann formuliert wird. Das Brief anfängt mit einer Anrede oder aufhört mit einer Abschiedsformel. Einfache Sachen. Aber auch, wie die Sprache, die da drinnen genutzt wird, aussehen soll. Ein Protokoll, das eine Ich-Botschaft sendet, ist nicht angemessen und würde vom Chef sicher zurückgeschickt. Diese Beispiele zeigen also alle drei in verschiedenen Traditionen, was wir wissen und was wir nicht tun, wenn wir diese Textsorte oder diesen Texttyp korrekt ausdrücken. Dann haben wir bestimmte Annahmen. Was fixierte Texte eigentlich leisten? Also in der lautsprachlichen Tradition erstmal gesehen. Sie leisten eine Verdauerung der Mitteilung. Das heißt, jetzt geschrieben und viel später gelesen. Jetzt geschrieben von jemand anderem, der jetzt nicht da ist, gelesen. Sie transportieren Inhalte kultureller, nicht nur verbal, propositionaler, also nicht nur der Art, was da geschrieben wird, sondern auch durch die Wörter, die da verwendet werden, durch die Kontexte, in denen die Personen Dinge ausgedrückt werden, auch kulturelle Informationen. Ja. Ich gebe nur ein Beispiel. Gestern wurde der Bundeskanzler neu gewählt, vorher war er Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin in Deutschland gibt es ja auch, aber der Bundeskanzler in der Schweiz hat eine völlig andere Funktion. Das Wort ist aber dasselbe. Ohne zu wissen, was hier das Schweizer System ausmacht, können wir mit dem Begriff, mit dem Wort dafür nichts anmachen. Also kulturelle Elemente. Und dann unterscheiden wir halt Märchen, Protokoll und auch andere Texttypen, die gewissen Kriterien genügen müssen, also Merkmale haben, damit sie als solche passen. Dieses Passende, das ist also diese Angemessenheit. Was genau passt, ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Natürlich dann für die DSGS oder für Gelernsprachen an sich. Textkompetent. Denn es lernt man in oralen Sprachen heute hauptsächlich durch die Schrift, also in oralen Sprachen durch die Tradition weitererzählen und in der schriftlichen Sprachcommunities dann halt in der Schule. Es ist noch ein wichtiger Punkt, Textkompetenz in diesem Sinne, und das sieht man dann an den Schulabschlüssen und Noten, haben nicht alle Personen gleich viel. Also, es gibt Personen, die können nicht so gut Berichte schreiben, obwohl sie sollen. Die schreiben da immer eine Geschichte. Sowas. Also Textkompetenz ist etwas, was man tatsächlich lernen muss. Und zwar nicht ganz so natürlich wie die normale Muttersprache, egal in welcher Modalität. Was wir jetzt haben wir die Annahme. Ja, was wir jetzt als These formulieren, die jetzt zu prüfen gilt, ist, dass neue Medien, die die Aufzeichnung erlauben und gewähren, die damit die Flüchtigkeit des direkten Dialogs verhindern und also praktisch Verdauerung bewirken, erlauben uns, Textkompetenz in Gebärdensprache zu untersuchen. Etwas, was vor der Zeit dieser Medien nicht möglich war. Da hatten wir alleine die oralen Traditionen, also wir hatten schon gewisse Textkompetenzen, aber nicht die Möglichkeit, quasi die Textualität per se so ohne weiteres zu lösen. Versuchen,
unserem Projekt herauszufinden, was diese Kompetenz für Texte eigentlich ausmacht. SNF-Projekt ist eine Grundlagenforschung. Und deswegen können wir empirisch vorgehen, von unten nach oben, bottom up, und so herausfinden, welche Teile zusammengehören. Das ist sogar eine Forderung. Als dritten Punkt, community-based, haben wir hinzugenommen, dass wir nicht einfach jetzt uns in unsere Büros setzen und mit ein paar Personen kommunizieren, sondern dass wir tatsächlich in der Community die Personen, die die DSGS als Muttersprache bergen, fragen, dass wir diese Personen mit einbeziehen und so zu einem Ergebnis kommen, das nicht losgelöst ist, das nah an der Realität ist. Wir gehen dabei in vier Phasen vor. Es gibt eine Gruppe von Personen, die gut ausgebildet sind und DSGS unterrichten. Also diese DSGS-Kursleiterinnen sind eigentlich prädestiniert dafür zu wissen, wie ihr Curriculum, ihre Lernziele aussehen, wie sie beurteilen können, wie weit fortgeschritten jemand ist und was bestimmte Kriterien sind für gutes oder noch nicht so gutes Gebärden. Zunächst arbeiten wir mit dieser Personengruppe intuitiv in dem Sinne, dass sie uns intuitiv diese Lernziele und Einordnungskriterien, Beurteilungskriterien sagen. Natürlich haben wir auch für diese Theorie aufgearbeitet und das, was wir als Informationen bekommen und das, was vielleicht erwartet ist von verschiedenen Theorien, versuchen wir zusammenzubringen und zurückzuspiegeln, um in der Phase 2 qualitativ dann praktisch durch eine Reflexion, neue Ansätze, dann noch einmal diese Kriterien gezielter herauszuarbeiten, also durch Klassifikation und viele einzelne Lernziele. Jedes einzelne Gründen. In der dritten Phase, wobei in diesen Phasen jeweils die gleichen Personen drin sind, weil das ja Art Weiterbildung für diese Personen ist, werden die Urteile mit neuen Videos dann quantitativ gemessen. Warum? Naja, es könnte sein, dass es bestimmte Kriterien für Textkompetenz gibt, die zwar vorhanden sind, aber bis man die gefunden hat, muss man jedes Mal 10 Minuten recherchieren oder analysieren. Das ist völlig unpraktisch. Weder soll es ja einen Referenzrahmen geben, aus dem Prüfungen zur Zertifizierung abgeleitet werden. Und darin muss etwas so dargestellt sein, dass man es quasi schnell erfassen kann. Das heißt, wir müssen von den vielen Möglichkeiten diejenigen selektieren, uns besonders hilfreich erscheinen, die sowohl zuverlässig sind, als auch praktisch nützlich. Deswegen kommt diese Phase quasi danach. Das ist wieder eine Einbringung, ein Trichter. Und dann die interpretative Phase, ziehen wir uns nochmal zurück und überdenken und überschauen nochmal, was wir eigentlich gemacht haben, versuchen die Sachen in Zusammenhänge zu bringen und vielleicht in logische Folgen. Das Ergebnis sollte idealerweise dann eine Skala sein. Ich gebe noch dies als meine letzte Folie weiter. Na, Entschuldigung. Wir haben dazu Kontakt aufgebaut mit verschiedenen Gruppen, Institutionen, Einzelpersonen. Alle von diesen Personen sind gehörlos und können DSGS gut gebärden. Diese Gruppe
G1, die wir da nennen, sind Personen, die uns über ihre Kenntnisse, über ihr Know-how Informationen liefern sollen, welche anderen Personen sie für einen bestimmten Textsort, für einen bestimmten Texttyp als besonders eloquent einschätzen. Wir fragen also nicht, wir sagen nicht selbst du, sondern die Zuverlässigkeit erhalten wir dadurch, dass wir andere fragen, dass sie uns sagen, welche Personen in der Gemeinschaft so angesehen werden. Denn wir brauchen für den Referenzrahmen etwas, was besser ist als die höchste Stufe. Und das sind diese Personen, die in den Antworten dann vorkommen. Unsere Modelle, die nennen wir dann G2. Die sind jenseits der höchsten Stufe. Alle anderen sind irgendwo unterhalb. Wo wissen wir noch nicht. Mit der Gruppe der G2-Expertinnen werden wir Videos aufnehmen. Wir haben sogar schon angefangen. Und in dieser Gruppe haben wir praktisch für Texttypen dann eine Basis, die uns einen Vergleich erlaubt. Es gibt sehr viele Videos aus Unterrichtssequenzen, Vorträgen und so weiter, die unterschiedliche Niveaus haben, aber eben nicht so quasi die obere Grenze. Und wir brauchen Vergleiche. Und wer macht diese Vergleiche? Intuitiv, qualitativ, quantitativ. Das macht die Gruppe G3. Das sind die Personen, die beispielsweise die AXA oder die GSA-Ausbildung abgeschlossen haben, hier in der HFH. Und tatsächlich durch den SGB-FSS beauftragt beispielsweise oder aus eigenem Auftrag mit diesem Hintergrund dann deutsch-schweizerische Gebärdensprachkurse an. Soweit für meinen Teil. Das war eben das Thema Forschung, wie geht die Arbeit dort voran? Und jetzt möchte ich daran anschließen und erläutern, wie der Einfluss und die Wirkung auf die Ausbildung ist und auf Weiterbildung. Dort auf der Folie sehen wir ein englisches Wort, Community of Praxis. Diese zwei Worte sind Fachbegriffe. Und die haben zwei Autoren schon beschrieben, Leif und Wenger. Die haben stark erforscht, wie ist das situative Lernen, wie ist die Grundlage dafür. Auch in meiner MA-Arbeit damals habe ich eine Grundlagenforschung gemacht, im Zusammenhang mit der Dolmetscherausbildung. Die Community of Praxis meint die Personen, die die Gebärdensprachgemeinschaft bilden. Das sind die Fachleute, das sind die Experten und die sollen Wissen auch liefern. Kurz wird das auch COP, COP genannt. Und dieses möchte ich übernehmen und das muss jetzt wirklich gezeigt werden. Das erste Mal öffentlich wurde das gezeigt in Paris auf einer internationalen Lessico-Konferenz. Später wird der Präsident des Berufsverbandes, Rolf Perola, dazu noch nähere Erläuterungen geben. Und ich möchte dazu noch kurz Erläuterungen geben. Diese Gebärdensprache, Gemeinschaft, die muss mit der Community of Praxis verbunden werden. Das bedeutet, es braucht jetzt wissenschaftlich fundierten Support. Nicht einfach zu sagen, Gehörlose machen das so, eine Gruppe macht das so. Diese Zeiten sind vorbei. Wir brauchen wissenschaftlich fundierte Grundlagen und Argumente, um zu sagen, das sind die Aussagen, das ist unsere Grundlage. Es ist sehr wertvoll, dass dieses Forschungsprojekt den ersten Schritt dafür gibt, dass auch wir unsere Haltung innerhalb der Gebärdensprachgemeinschaft verändern. Wer Interesse hat, kann einen Artikel lesen, den habe ich mit meinem Kollegen Dr. Jörg Keller und Frau Christiane Hohenstein geschrieben. Dabei ist das Ziel, vor diesem Projekt ein Vorprojekt, ein Prä-Konvolut, eine Zeitschrift haben wir das schon veröffentlicht, um was geht es in unserer Forschung. Damals haben wir auch beschrieben, das Umdenken, Deaf and Non-Deaf. Früher hatte man gesagt, Gehörlose und Hörende. Jetzt sagen wir, es ist eine Gebärdensprachgemeinschaft, die zusammen forschen müssen, aus der Basis heraus. Und diese Forschung, die hat nun begonnen.
Diese Zeitschriften, diese Artikel sind schon veröffentlicht. Die Kooperation mit der ZHAW von der HFH, die möchte ich kurz erläutern. Ich habe ja eine bestimmte Aufgabe hier an der HFH. Ganz wichtig ist es natürlich die beiden Studiengänge, einmal die Gebärdensprachausbildner und die Gebärdensprachdolmetscher zu leiten. Und in dem Curriculum von diesen Gebärdensprachdolmetschern, es sind einige hier anwesend, vielleicht können Sie diese nachher beim Apro kennenlernen und sich austauschen mit den Studenten. Im Curriculum der Gebärdensprachdolmetschenden ist ein Modul enthalten, da geht es um wissenschaftliches Arbeiten. Das bedeutet, Sie müssen intensiv in einem Forschungsprojekt eintauchen. Sie müssen lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet. Dafür gibt es 5 CPs, das sind ungefähr 150 Stunden. Das ist im Curriculum, das müssen Sie machen. Wir bieten dabei 4 Möglichkeiten für diese Art von Arbeit an. Sie sollen einen richtigen Einblick bekommen, wie läuft die Arbeit da. Sie sollen nicht nur Vorträge besuchen, sondern Sie sollen richtig in die Praxis einsteigen und lernen, was es bedeutet, wissenschaftlich zu arbeiten. Sie sollen in einen wissenschaftlichen Diskurs kommen und sich auch austauschen gegenseitig. Es sind schon 4 Gebärdensprachdolmetscher schon in einem Projekt drin und ich freue mich, dass wir vom SGB auch einen neuen Auftrag bekommen haben für die Gebärdensprachausbildner. Dieser wird im Herbst starten. Und die bekommen auch ein Modul, wo sie wissenschaftlich arbeiten müssen. Und sicherlich wird auch die ZHAW im Rahmen ihres Forschungsprojektes Platz dafür anbieten. Diese Vernetzung, natürlich möchte ich, bei der Vernetzung möchte ich 2 Partnerorganisationen nennen. Das ist einmal der SGB und einmal die BGA, der Berufsverband. Heute Abend ist der erste Schritt, wo wir zusammenkommen und wirklich diese Partnerschaft gemeinsam beginnen und gemeinsam auf die Reise gehen im Sinne dieses Projektes. Die HFH unterstützt dieses Ganze. Es gibt diese Forschungsseite, wo die Studenten mit einbezogen sind und diese sollen auch einen Transfer geben auf die Experten, auf die Gebärdensprachgemeinschaft. Es muss ein gegenseitiger Austausch da sein. Die HFH ist damit die Grundlage. Der Schweizerische Gehörlosenbund ist auch eng mit verbunden und wird diese Arbeit weiter verfolgen. Wir werden diese Forschungsergebnisse übertragen auf die Gebärdensprachgemeinschaft und auf die Ausbildung hier an der HFH. Da muss ein wirklicher Austausch zwischen allen Gruppen erfolgen. Dieser Studiengang soll dann voll GER-orientiert laufen, vor dem Hintergrund und mit der Nutzung des GER. Ich hoffe dann im Januar 2019, wenn die Gruppe der Gebärdensprachausbildner ihr Diplom erhalten hat, dass diese dann vorwärts gehen und wirklich GER-orientiert diese Grundlage nutzen und weiter verbreiten. In der Praxis der Gebärdensprache spüre ich auch langsam eine starke Veränderung. Diese Forschung, es wurde schon gesagt, da werden die Experten mit einbezogen aus der Gebärdensprachgemeinschaft. Und dieser Transfer muss natürlich auch stattfinden, dass die Ergebnisse der Forschung dann Einfluss nehmen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Curriculum verändern wird. Es wird keine kleine Änderung sein, sondern es wird sich wirklich komplett ändern. Es muss der Zeit angepasst werden.
werde jetzt berichten über die Umfrage in der Gruppe 1, was unsere Ziele waren, wie es gelaufen ist, mit welchen Methoden wir vorgegangen sind und auf welche Herausforderungen wir gestoßen sind. Ganz zum Schluss werde ich noch einen Ausblick über die Resultate und Ergebnisse liefern. Jörg Keller hat das vorher angesprochen, dass wir gehörlose Personen brauchen mit einer hohen Gebärdensprachkompetenz. An diese Leute wollten wir gelangen mittels einer Umfrage, eine Umfrage in der Deutschschweizer Gebärdensprachgemeinschaft, weil die Gemeinschaft selber weiß, welches ihre bekannten Personen sind. So wollten wir an die Namen gelangen. Die Umfrage haben wir verschickt mittels einem Brief, also schriftlich auf Deutsch, zusätzlich auch ein Video in Deutschschweizer Gebärdensprache, welches Inhalt und Ziel erklärt hat. So haben wir die Information möglichst breit gestreut, auch mittels Mail und Infobrief an verschiedene Institutionen wie der SGB und die BGA. An öffentlichen Veranstaltungen sind wir direkt auf die Personen zugegangen, zum Beispiel am Tag der Gebärdensprache in Bern oder auch an die Berufsschule in Oerlikon, haben dort unsere Informationen persönlich vorbei und an den Mann, an die Frau gebracht. Zusätzlich auch in Zeitungen und Zeitschriften inseriert. Der Rücklauf auf den Fragebogen, auf den schriftlichen oder auch die Online-Version oder Rückmeldungen per Mail waren anfangs sehr spärlich, also wir waren auf den direkten Kontakt mit den Leuten angewiesen. Herausforderungen in dieser Phase waren, dass wir die Leute in der Gemeinschaft nur bedingt erreicht haben. Also es genügte nicht, nur einmal die Information zu streuen, sondern wir mussten die Leute direkt ansprechen oder auch sie bitten, auf Kolleginnen und Kollegen zuzugehen und unser Anliegen zu erklären. Es gab auch Missverständnisse aufgrund eben der Sprache, dass der Brief auf Deutsch nicht verstanden wurde. Also nur Text allein genügt nicht. Das war wichtig, das auch mittels einer Videoaufnahme zu machen. Und zusätzlich, wie bereits angesprochen, auch der persönliche Kontakt und die direkte Information der Menschen vor Ort. Das war wichtig, damit unser Ziel und wie wir vorgehen möchten, wirklich transparent erklärt und verstanden wurde. Es brauchte auch so ein Vertrauen, wir mussten das Vertrauen aufbauen, weil die Gebärdensprachgemeinschaft ist sehr klein. Da spricht man dann vielleicht drüber, ich soll jetzt hier einen Kollegin oder eine Kollegin bewerten oder mein Name steht dann irgendwo auf einer Liste, wird das veröffentlicht. Also solche Dinge konnte man am besten im 1-zu-1-Gespräch erklären. Das hat den Rücklauf dann deutlich erhöht. Dann die kulturelle Rolle oder ein kultureller Konflikt war gerade in meinem Fall auch zentral. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, gleichzeitig gehörlose Person in der Gemeinschaft und jetzt gehe ich auf die Leute zu und die haben das manchmal nicht verstanden, warum ich sie das jetzt frage, mit welcher Rolle ich an sie gelange als Privatperson oder eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das musste ich transparent machen, dass ich jetzt diese Anfrage mache als wissenschaftliche Mitarbeiterin und nicht als Ulrika. Dann hat man oft keine Zeit, das war ein weiterer Faktor. Man findet vielleicht das Thema interessant oder auch nicht, aber dann findet man die Zeit nicht, das auszufüllen.
Das war eine weitere Herausforderung, welche wir abfangen konnten, indem wir die Leute direkt getroffen haben, mit ihnen direkt geredet haben. So haben wir schlussendlich dann genügend Rückmeldungen erhalten. Diese Rückmeldungen haben wir mittels einer Excel-Liste ausgewertet, dass wir in jeder Textsorte dann die sogenannten Top-Kandidatinnen oder Vertreter eruieren konnten. Ich werde etwas über diese Listen nun sagen. Wir haben jeweils die Top 4 definiert in jeder Kategorie. Das sind unterschiedliche Namen. Eine Person ist vielleicht in Kategorie 1 unter den Top 3 oder 4, in einer anderen Kategorie nicht. Das sieht man dann dargestellt mit den Farben hier auf der Folie. Das sind Vertreterinnen und Vertreter aus der Gebärdensprachgemeinschaft, bunt gemischt und unabhängig von Wohnort, Alter, Geschlecht. Es sind jeweils 4 Personen, 4 Namen, die bekannt sind in der Gemeinschaft, die sehr aktiv sind, die von den Leuten in der Gemeinschaft eben eigentlich genannt oder gekürt wurden, unter diese Top 4. Wir haben die verschiedenen Textsorten abgebildet. Erklären und argumentieren zum Beispiel mit den Top 4 Vertretern. Das sind dann die meistgenannten aus der Gemeinschaft und das wäre hier identisch. Man sieht das im roten Balken. Dann die Kategorien Erzählen, Berichten und Inszenieren. Das sind dann andere Nennungen. So war die Wertung innerhalb der Gebärdensprachgemeinschaft. Also es konnte sich durchaus unterscheiden, je nach Textsorte, Texttyp. Die Top 4 in den verschiedenen Texttypen, unsere Experten und Expertinnen sehen Sie auf dieser Folie. Beschreiben die Person A, dann unten in Person B in blau und dann sieht man auf dem dritten Platz 2 Personen, die gleich oft genannt wurden. Deswegen ist der Balken dort dann geteilt und es sind 2 Vertreterinnen oder Vertreter aufgeführt. Und ähnlich beim Inszenieren, da gab es auch Nennungen, die dann von der Zahl her identisch waren. Die gleichen Namen tauchen mehrmals auf, manchmal die Person A, rot markiert, taucht in 3 Texttypen auf. Das sieht man hier auf der Folie. Person B, blau markiert, taucht in 4 Texttypen auf, als Top 4 genannt durch die Experten und Expertinnen. Andere Namen oder Vertreterinnen aus der Gemeinschaft wurden nur in einer Kategorie genannt. Das sind die Ergebnisse, die wir jetzt für die weitere Phase mit der Gruppe 2 benötigen. Da werden wir dann mit Videoaufnahmen schaffen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Gut, ich darf Ihnen etwas über unsere textlinguistische Arbeit erzählen. Das ist zum größten Teil noch Zukunftsmusik. Wir sind dabei, dann die ganzen Videos, die Aufnahmen auch mit unseren Experten, die müssen wir dann irgendwie analysieren. Und dafür müssen wir uns Wissen über unsere Texttypen und über die Textsorten aufbauen. Und um über Textkompetenz zu sprechen, müssen wir uns zuerst überlegen, oder müssen wir wissen, was ein Text überhaupt ist. Also müssen wir wirklich ausholen, was macht einen Text aus. Und interessant ist, dass wir eigentlich sehr schnell entscheiden können, ob etwas ein Text ist oder nicht. Intuitiv können wir das sehr schnell sagen. Und wir können auch sehr schnell sagen, ob etwas ein Liebesbrief ist oder ein Protokoll oder ein Bericht oder ein Zeitungsartikel. Die Frage ist jetzt, was steckt in unserem Kopf, damit wir das entscheiden können, damit wir, was ist für Kompetenz da, damit wir das erkennen. Und Jörg hat es schon erwähnt, gerade in Bezug auf die Gebärdensprachforschung ist diese Frage natürlich sehr brisant, weil man früher oft diese Textualität, also Textmerkmale festgemacht hat an Schriftlichkeit, an der schriftlichen Überlieferung. Was geschrieben ist, ist ein Text. Das ist natürlich falsch. Stimmt nicht. Ja? Und genau deswegen ist die Frage für die Gebärdensprachforschung sehr wichtig und sehr interessant. Weil wir Textualität festmachen können, unabhängig von Schriftlichkeit. Nicke Baum hat in diesem Zusammenhang eben die Problematik des Textbegriffs in Gebärdensprachforschung erwähnt und darum haben wir das auch in seine Theorien. Gut. Als nächste Folie zeige ich Ihnen Textualitätskriterien von Ogerhard und Ressler. Die haben 7 Kriterien aufgestellt, an denen man Text festmachen kann. Und die sind sehr interessant und sehr nützlich für uns. Einerseits ist natürlich die Kohäsion ein wichtiges Merkmal, also die Frage, wie der Text, Text hat ja zu tun mit Textil, mit Textur, mit Textilien, also das ist irgendwie verknüpft, das ist alles verwoben. Und das können wir an sprachlichen Merkmalen festhalten. Das ist die Kohäsion. Die Kohärenz ist das zweite Kriterium. Was ist das Konzept vom Text? Was steckt? Was ist die Titelstruktur vom Text? Warum verbinden wir das kognitiv miteinander? Das dritte wäre die Intention, das ist auch sehr wichtig. Sieht man, erkennt man einen Text sofort eine Absicht? Was will der Text von mir? Und mein Dozent an der Uni hat einmal so, als wir über Textlinguistik gesprochen haben, hat er gesagt, der Text ist einfach das, von dem du denkst, dass der andere es als Text geschrieben hat oder produziert hat. Und wir haben damals gelacht, aber die Definition ist gar nicht so schlecht, weil das genau dahinter steckt. Also wenn wir annehmen, dass die Intention eines Textes dahinter steckt, sind schon viele von diesen Kriterien erfüllt. Dann ist natürlich die Frage, ist der Text akzeptabel als Text? Und das ist, kann ich auch schön anknüpfen an Jörgs Beispiele von, wie sie eben nicht sein sollen. Ja, sie haben innerhalb von einer Sekunde sofort gesehen, dieser Rotkäppchen-Text stimmt überhaupt nicht. Also nein, kein Gericht. Märchen. Also in diesem Sinne wäre dieser Text nicht akzeptabel. Also, oder es ist nicht, es passt nicht mit unseren Erwartungen überein. Ist genug Information da? Ist der Text in seinem Kontext relevant? Ist es überhaupt wichtig, wenn ein Text kommt, mit dem ich in meinem Kontext nichts anfangen kann? Dann ist es auch schwierig, ihn als Text einzuordnen. Und die Intertextualität wäre das letzte Kriterium. Was ist, steht der Text in Verbindung mit anderen Texten und mit Vorwissen? Gut, jetzt, um diese Textkriterien zu erkennen, müssen wir, das habe ich schon erwähnt, ganz viel im Kopf haben. Das ist ganz viel Vorwissen, was wir schon vor der Schule meistens schon haben, schon gelernt haben. Und ich habe hier eine Einteilung von Linke gewählt, um Ihnen zu zeigen, wie unsere Wahrnehmung von der Realität, wie wir die einteilen. Und dem kann man konzeptuelle Deutungsmuster sagen. Oder Themenentfaltung. Also, sie teilt es ein in 3 Bereiche. Einerseits ist es das Weltwissen, was wir haben. Das ist Allgemeinbildung, was unsere Erfahrung, alles, was wir wissen über den Alltag. Wir wissen, wie ein Fahrrad aussieht. Wir wissen,
wie ein Restaurant, ein Hotel aussieht, ja? Was dazu gehört. Und der zweite Punkt wäre das Handlungswissen. Wir wissen, wie sich ein Kellner zu verhalten hat. Wenn er fragt nach einem Bier, hat er irgendwas vom Frühstück nicht verstanden. Das dritte, und das ist jetzt wichtig für unser Projekt, sind die konzeptuellen Deutungsmuster. Das ist eben, wie wir die Realität wahrnehmen und einteilen im Kopf kognitiv. Das heißt, man kann das in drei Bereiche einteilen. Erstens die koordinativen Beziehungen. Dass wir innerhalb von einem Raum beispielsweise einfach eine Ansammlung von Objekten, von Punkten haben, die wir aufzählen, additiv, koordinativ. Das ist eine Reihung. Die zweite Beziehung wäre eine temporale Beziehung, das heißt, es gibt eine zeitliche Beziehung, es wäre eine Abfolge. Wir nehmen etwas in der Realität als zeitliche Abfolge wahr, als Geschehen. Und das dritte wäre eine kausale Beziehung, dass wir verknüpfen, Logik, Gründe suchen, in dem, was passiert. Warum ist das jetzt passiert? Aha, deswegen. Gut. Und auf dieser Basis haben wir unsere Texttypen erstellt. Sie sehen hier die drei konzeptuellen Deutungsmuster. Additiv-modale, also und wie Beziehungen, das wäre das erste, die kooperativen Beziehungen. Dort können wir die deskriptiven Texte zuordnen, also Personenbeschreibung, beispielsweise Ortsbeschreibung, Wegbeschreibung. Die zweite wäre temporale Texttypen, das wäre zum Beispiel die Berichte, die ergebnisorientierten, temporal, also mit temporalen Beziehungen, diese Texte, das wären Wetterberichte. Beispielsweise. Dann haben wir die andere temporale Beziehung, das typisch narrative Erzählung. Dort ist nicht das Ergebnis wichtig, sondern das Erleben oder das Ereignis selber. Dann haben wir die logisch-kausalen Beziehungen. Dort haben wir wieder eine Zweiteilung, also die explikativen Textarten und die argumentativen Textarten, wenn ich argumentiere in einem politischen Rahmen. Das ist meine argumentative Text. Und was ich hier als vierte Spalte, die ästhetisch-kreativen Beziehungen, ausdrucksorientiert, wo wir zum Beispiel Deaf-Slam oder Poesie einordnen, das haben wir ergänzt in unser Schema. Eigentlich ist das kein konzeptuelles Deutungsmuster, es ist wie frei, unabhängig von wie wir die Welt einordnen, weil es ausdrucksorientiert ist. Es kommt nicht darauf an, wie sich das Thema entfaltet. Eigentlich kann das ästhetisch-kreative alles sein. Dann Sie sehen unten die vielen Textsorten, die sich daraus ergeben. Oben haben wir die abstrakten Texttypen und viele, viele, das ist keine abgeschlossene Liste, viele, viele Textsorten, die möglich sind und die unsere Experten dann produzieren können, wenn sie wollen. Da haben sie auch eine gewisse Freiheit. Und ich habe hier einen roten Pfeil reingefügt, weil natürlich hier jetzt unsere Analyse begonnen hat. Weiter nach unten, weiter differenzieren. Wir müssen für uns überlegen, welche Merkmale sind typisch für welche Textarten. Damit wir nachher in der Analyse wissen, was wir erwarten, was wir analysieren wollen, um denn dann die Kompetenzen wieder herauszufiltern. Gut, und anhand von diesem Schema wird auch klar, dass wir, das hat Jörg auch schon erwähnt, dass wir Distanzsprache, dass es sich hier um Distanzsprachen handelt. Ja, also das ist eine zeitliche und räumliche Verdauerung, kann man das nennen, gibt. Das heißt, diese Texte, die wir aufnehmen, sind monologisch, sie sind raumzeitlich eben eine Trennung und situationsentbunden und haben eine gewisse Elaboriertheit. Sie sind gut vorbereitet, sie sind aufgebaut. Ja? Warum muss das so sein? Weil der Adressat nicht direkt vor mir sitzt. Ich sehe nicht, ob er verstanden hat, was ich sage. Ich muss das so produzieren, dass der Adressat alles versteht, ohne Kontext, ohne dass er fragen kann zum Beispiel. Und das bedingt eine gewisse Elaboriertheit in diesen Texten. Das bedeutet auch automatisch für unsere G2-Leute, dass sie ihre Texte vorbereiten dürfen. Das gehört zum Textualität mit dazu.
Und durch diese Analyse sind wir, das ist jetzt sehr, sehr klein, ich weiß, es soll Ihnen einen Eindruck geben, wie wir, was wir vorhaben beim Transkribieren, unsere Spuren. Also Sie sehen in der Spalte unser Vorhaben in Bezug auf die Analyse. Wir wollen, und wir gehen von großen Einheiten zu den kleinen Einheiten. Oben haben wir Texttyp, Textfunktion beispielsweise, soziolinguistische Elemente, wo Vorwissen über Gehörungs- und Kultur beispielsweise im Text entsteckt. Was in Textstruktur drin ist, ein Spannungsaufbau bei einer Geschichte haben wir wahrscheinlich gewisse Höhepunkte an Spannung. Und letztendlich ist dann die Frage, wie kann man das sprachlich festhalten? Sie sehen die Stichworte Kohärenz, Kohäsionsmittel, Pragmatik und so weiter. So wird es immer feiner. Pragmatische Funktion, Syntaxebene, bis wir unten landen, bei einer ganz kleinen Einheit, nämlich bei einzelnen Gebärden, bei den Flossen. Ich habe hier wieder. Sie sehen den nicht, einen roten Pfeil. Und das soll zeigen, dass das betrifft Darweisbereich. Er stellt Ihnen dann vor, was unten, was wir noch für Analyseprobe vorhaben, bei den, auf die linguistische Ebene. Und um Ihnen an einem Beispiel zu demonstrieren, was das genau heißt, das ist ein großer Überblick, haben wir nachher ein Video von Dima, und wir werden einzelne Ausschnitte auch sehen. Und wir haben dieses Video, das gibt es auf dem Internet, über die Sprachschule DIMA, eingeordnet nach unserem System und einmal exemplarisch einen Analysepunkt durchgezogen. Also Sie sehen hier ganz links dieses Video, das Sie nachher ausschnittsweise sehen, gehört zu unserem Texttyp Erklären. Warum ERK? Das ist wieder eine Abkürzung. Erklären. Die Textworte wären Werbung für die Schule. Und wenn wir dann den Aspekt Textstruktur den genauer verfolgen, kommen wir wie fast bei allen Texten auf die Einteilung Einleitung, Hauptanschluss. Die Einleitung wäre zum Beispiel der Name der Schule. Im Hauptteil haben wir eine schöne Gliederung von W-Fragen. Es ist auffällig. Drei oder vier W-Fragen. Für wen ist die Schule? Wie läuft das ab? Wo ist die Schule? Und so weiter. Und dann können wir sagen, auch diese W-Fragen sind rhetorische Mittel. Und eigentlich sind es rhetorische Fragen. Weil sie sind ja nicht selber beantwortet. Und sie benutzt diese W-Fragen als Gliederungselement. Und wie die genau sprachlich umgesetzt sind, das müssen wir dann auf der linguistischen Ebene untersuchen. Darum habe ich es wieder rot eingegrenzt, mit einem Pfeil, wenn es wieder da weiß bereits. Was heißt es genau auf der Gebärdenebene? Was macht der Körper? Ist da was noch markiert, speziell am manuellen Element? Und als Abschließend möchte ich nur noch sagen, wenn wir dann herausfinden, beispielsweise, dass immer in diesem Texttyp Erklären rhetorische Fragen als Gliederungselement, wo ist die Schule, für wen ist die Schule, als Gliederungselement benutzt wird, wäre das eventuell ein Merkmal für den Texttyp Erklären. Und vielleicht finden wir, dass rhetorische Fragen in anderen Texttypen in der Einleitung benutzt werden. Oder im Schlussteil, um noch einmal die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu holen. Und so können wir durch die Analyse herausfinden, was für welchen Texttyp markant ist, typisch ist. Gut, dann übergebe ich das Wort an. Okay, wie meine Kollegin Petrea eben schon gezeigt hat, ging es um den Bereich der Textebene. Ich möchte jetzt berichten über den Bereich der linguistischen Ebene. Wie haben wir die verschiedenen Texttypen bestimmt? Die Sprachdaten haben wir gesammelt. Und zwar haben wir in der Gehörlosengemeinschaft eine G1-Umfrage gemacht
Und die gebärdensprachlichen Personen gefragt, wer kann wirklich gut gebärden? Wer ist für euch so ein Vorbild dazu? Wir haben verschiedene Texttypen. Da haben wir die Experten dann eingeladen, haben ihnen die verschiedenen Texttypen zur Vorbereitung gegeben. Es gab ganz verschiedene Texttypen. Sie haben sich jeweils einen ausgewählt. Daraufhin haben wir eine Videoaufnahme gemacht. Und so haben wir die Sprachdaten erhoben. Diese Datenerhebung verwenden wir jetzt für unsere weitere Analyse. Die Daten haben wir am Video angeschaut und haben geschaut, gibt es eine Kohärenz, gibt es da einen inhaltlichen Zusammenhang? Von dem Gesamttext, ist er inhaltlich zusammenhängend? Das haben wir zuerst beobachtet. Hat er einen Sinnzusammenhang? Kann man ihn verstehen? Auch braucht es für den Rezipienten und für den Produzenten braucht es Weltwissen. Es braucht Wissen über die Konventionen. So entsteht auch eine Kohäsion in dem Text, und zwar grammatikalischer und situativ-kontextueller Zusammenhang. Dass wir ungefähr eine Ahnung haben, was für Konventionen gibt es da, welche Konventionen sind dort benutzt worden als linguistische Mittel. Phonologisch, morphologisch oder syntaktische Phänomene haben wir versucht, alles anhand der Videos zu notieren. Zum Beispiel, wie wird der Sprachraum genutzt, wie werden die Indizes eingesetzt, was passiert mit dem Körper, gibt es Bodyshifting, wo wird er am meisten verwendet. In der linguistischen Analyse gibt es 6 verschiedene Texttypen. In diesen Texttypen gibt es noch unterschiedliche Textsorten, die jeweils an diese Texttypen angegliedert sind. Das Material haben wir von einer vorherigen Literaturrecherche erfasst. Eben, was gibt es schon in der Gebärdensprachlinguistisch in der Erforschung? Die grammatikalischen Mittel haben wir dann angepasst für unser Projekt und haben diese so verwendet. Ein Beispiel, wie werden die Gebärden verändert? Es gibt produktive Gebärden, es gibt lexikalisierte Gebärden, Lehngebärden, Zahlengebärden oder Constructed Action und so weiter. Und bei welchen Texttypen wird welches Mittel am meisten benutzt? Wo werden lexikalisierte Gebärden zum Beispiel benutzt? Man kann sagen, beim narrativen Texttyp zum Beispiel werden da mehr produktive Gebärden benutzt oder mehr lexikalisierte Gebärden. Das wollen wir erforschen. Diese Ergebnisse sind noch nicht da. In 3 Jahren werden diese Ergebnisse dann vorliegen. Wir werden diese Videos weiter analysieren und die Phänomene festhalten. Zweitens geht es um die Ikonizität. Da gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel, wie wird der Transfer angezeigt? Gibt es einen Personentransfer? Gibt es eine Rollenübernahme? Wie sieht die Raumnutzung aus? Ganz verschiedene Beispiele. Eben alles im Zusammenhang mit der Ikonizität. Wie wird im Raum der Indiz verwendet? Diese ganzen Daten werden wir analysieren. Drittens die Gebärdenperspektive auch. Bin ich jetzt Beobachter als Erzähler oder bin ich dabei? Also subjektive und objektive Rolle. Wie sieht dieses aus? Da gibt es auch ganz bei verschiedenen Texttypen ganz verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Bei argumentativ vielleicht mehr neutral, bei anderen vielleicht mehr mit Einsatz. Auch Klassifikatoren haben wir überprüft und sind neugierig, wie werden die verwendet in Größe und Form. Diese ganzen Daten werden wir noch weiter analysieren. Auch den Satztyp. Welcher wird häufig verwendet? Zum Beispiel die Topikalisierung. Wie sieht das aus? Werden die Augenbrauen hochgezogen? Wie wird dieser Satz verwendet? Bei welchem Texttyp? Oder Konditionalsätze. Wird er benutzt oder wird es nicht benutzt? Drittens auch zum Beispiel eine rhetorische Frage. Ja, ist es da wirklich, brauche ich eine Information, sieht das aus, wann wird die rhetorische Frage benutzt? Auch die non-manualen Mittel, wie werden die eingesetzt, die Augenbrauen, Mundform, Mundgestik, der Einsatz des Oberkörpers, wie sieht das aus? Das alles werden wir weiter analysieren. Wir haben ein Probevideo genommen von der DIMA Sprachschule und haben dieses erstmal analysiert. Und haben dort herausgefunden, es handelt sich um den Texttyp explikativ. Also diese gesamten Sprachdaten von diesem Video haben wir geschaut, wo ist der Zusammenhang, wo ist die Kohäsion in diesem Text. Es gibt eine Veranstaltung, es gibt einen Titel, es gibt die Ortsangabe,
Es gibt das Thema, es gibt die Lehrperson und die Lernenden und die verschiedenen Kursstufen. Und dies alles haben wir analysiert. Die phonologischen Mittel davon haben wir ebenfalls analysiert. Da wird sehr oft eine Flexion angewendet. Da ändert sich dann auch die Bedeutung der einzelnen Gebärden. Wir haben da einige Beispiele habe ich herausgezogen und möchte sie jetzt darstellen. Erstens zum Beispiel gehörlose Person wird so angezeigt. Das bedeutet eine ganz starke Pluralisierung, dadurch, dass das Nomen mehrfach genannt wird. Zweitens, Sprachschule dort, die Leute kommen dorthin. Sprachschule und der Verweis auf den Ort, das bedeutet, es ist eine Raumverbindung, eine reflexive Aussage. Die Leute kommen dorthin wieder durch die Pluralisierung. Eben auch das Verb, was da genannt wird, das ist der adverbielle Aspekt. Sie kommen an diesen Ort. Drittens, dieses Unterrichten, wie wird es angezeigt? Das ist ein Konkurrenzverb. Durch das Konkurrenzverb wird die direkte Beziehung angezeigt. Das nennt man Exhaustiv. Eine bestimmte Reflexion auf diese Personen, die dort anwesend sind, die unterrichtet werden. Im Zusammenhang mit der Pluralisierung. Und Reziprokal, das sind die gegenseitigen Verbindungen. Eben zum Beispiel durch Kommunikation. So kann man dieses darstellen in der Gebärde. Auch die Phraseologie. Es gibt feste Wortverbindungen. Zum Beispiel gibt es Spezialgebärden. Diese zum Beispiel, keine Ahnung, bedeutet dies. Es sind zwei Worte, die zusammengefügt werden in einer Gebärde. Oder ich bin unsicher. Ich bin mir nicht sicher. Das ist eigentlich ein Satz, das kann man in einer Spezialgebärde ganz einfach durch eine Gebärde ausdrücken. Auch der Satzaufbau, zum Beispiel die Topikalisierung. Ein Beispiel werde ich jetzt nennen, Sprachkompetenz, Ziel verbessern. Das wäre ein Beispiel mit der Gebärdensprache. Bei Sprachkompetenz gehen die Augenbrauen hoch, das bedeutet, es gibt ein Signal, aha, es gibt eine Information. Und dann im Nebensatz, Ziel ist, die Sprache zu verbessern. So läuft dieser Satztyp. Konditionalsatz kommt später noch in einem Video, das werde ich später noch zeigen. Die Kohärenz des gesamten Textes, der Zusammenhang und die Reihenfolge, die sind auch ganz wichtig. Das wird durch die Aufzählung hergestellt. Und die Kohäsion kann man ganz oft mit diesen Indizes erkennen. Es wird auf diesen Ort verwiesen und auch die Reflexion auf den eigenen Körper, das Verhalten im Sprachraum, das Bodyshifting, wo ich mich hinwende, das ist ganz stark verbunden mit Constructed Action. Eben die Lernenden, die unsicher sind, sie möchten Deutsch lernen und können das verbessern und werden dann auch besser in der Arbeit zurechtkommen. Dies kann man erkennen durch diese ganze Aufzählung, die ganze Kohäsion des gesamten Textes. Auch die pragmatische Funktion zum Beispiel, was ist das für ein Texttyp, so haben wir diese erkannt. Da gibt es Informationen. Es gibt eine Empfehlung, eben diese Sprachschule zu besuchen. Da kann man Deutsch lernen und sein Deutsch verbessern. Es gibt auch eine soziolinguistische Funktion, soziolinguistische Elemente. Eben, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Phraseologie ist auch ganz stark ein soziolinguistisches Element, speziell in der gehörlosen Kultur. Es bedeutet eben auch eine ganz starke Identifizierung. Und dieses Video wird eine formale Sprache benutzt. Das soll öffentlich gezeigt werden, es soll standardisiert sein und wird ganz formell gezeigt. Bei dieser Videoanalyse möchte ich noch zeigen, was uns da speziell aufgefallen ist.
dass es stark reflexiv, was dort gezeigt wird. Sprachschule dort wird angezeigt, dort ist der Ort, das ist reflexiv rückbezüglich. Rhetorische Frage wäre zum Beispiel, man erwartet gar keine Antwort, sondern ich beantworte die Frage im Prinzip schon selber. Das wird angezeigt durch vorgeneigten Oberkörper, hochgezogene Augenbrauen und dann geht das Ganze wieder zurück, der Oberkörper, so wird es angezeigt. Ich zeige es hier nochmal. Da kann man die verschiedenen Sätze auch verbinden. Das ist im Zusammenhang mit den rhetorischen Fragen bei diesem Beispielvideo zu erkennen. Da wird ganz stark Bodyshifting eingesetzt, eben an diesen verschiedenen Indizes, an den reflexiven Verbindungen, die wir vorher aufgebaut haben. Es werden zwei Räume miteinander verbunden, durch Kongruenzverben, durch dieses Verb erklären. Für uns ist das eine Möglichkeit, da weiterzuarbeiten, nach diesem Schema die Videos zu analysieren. Bald werden die Ergebnisse da sein. Wir sind gespannt, wie diese aussehen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bitte Jörg Keller nochmal auf die Bühne. Ja, komm, Jörg. Und auch Christiane Hohenstein, sie ist heute Abend hier. Bitte kurz auf die Bühne. Ja. Also, was hier in dieser Tasche ist, ich möchte es einfach kurz erwähnen, es gilt ein Dank der ZHAW und dem LCC für die Umgestaltung der Büroräumlichkeiten, die Anpassungen zum Beispiel bezüglich Videotelefonie. Es wurde ein gehörlosengerechter Arbeitsplatz gestaltet, das möchten wir herzlich verdanken, was hier Schritt für Schritt umgesetzt wurde bei euch am LCC. Über den Inhalt der Tasche verrate ich an dieser Stelle nicht. Es ist aber auch was Feines, was Kleines. Und dann hier zu meiner Rechten Christiane Hohenstein, welche ich kurz vorstellen und nochmals erwähnen möchte. Sie ist eben Autorin gemeinsam mit mir und Jörg Keller dieses Artikels, den ich bereits angesprochen habe. Und auch dir, Christiane, an dieser Stelle ein symbolisches Dankeschön. Christiane Hohenstein zu meiner Rechten und Jörg Keller zu meiner Linken. Gemeinsam haben wir den Artikel geschrieben. Jörg Keller ist beim LCC tätig in Winterthur, Christiane Hohenstein beim IUED. Herzlichen Dank für diese Kollaboration.